Ich glaube, die anderen Bäume habe ich alle. Was Legenden nach gibt es eine von Göttin Ariel persönlich auserwählte Seele. Jemand, der die legendäre Klinge schwingen und die Dunkelheit beenden wird. Hoffen wir mal, dass diese von König Mustachio einberufene Seele kein Taugenichts ist. Entspann dich mal, du redest immerhin von mir. Oh, Ariel, beschütze uns vor der einbrechenden Dunkelheit. La la la. Oh, da ist die dritte im Bunde. Oh, Ariel, beschütze unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld. Oh, Ariel, hilf dir die Whisky-Lotterie zu knacken. Achso, hilf mir die Whisky-Lotterie zu knacken. Whisky-Lotterie, so was gibt's hier? Juniper ist wahrhaft eine Heilige. Sie hat immer heilige Magie für alle parat. Heilende Magie. Ich glaube nicht, dass die Bugs hier in Star Citizen helfen, nein. Ich meine, wir können es gerne mal probieren, aber... Oh, was ist denn hier los? Eine Alpha-Wand? Da haben wir einfach eine Alpha-Wand, Leute. Ich gucke nochmal hier hinten hin. Warum kann man da nicht lang gehen? Das ist für mich auch ein Bug. Aber ein richtiger Bug. Juniper. Wie es aussieht, treffen wir endlich die edle Seele. Dieses ganze legendäre Geschäft stinkt bis zum Himmel. Dana, du würdest dich doch nicht das Wort der Göttin anzweifeln. Was? Du würdest doch nicht das Wort der Göttin anzweifeln. Stimmt's? Sorry. Ich höre auf mich mit deiner Sonnenblume zu hauen. Wie es aussieht, treffen wir endlich die edle Seele. Alles klar. Okay, wir kommen da glaube ich gar nicht rein, kann das sein? Oder noch nicht rein? Irgendwie kommen wir da noch nicht rein. Ich spreche schon öfters mit denen. Nee, ist denen scheißegal. Kann er mal mit ihr? Nee. Nee, ich glaube, hier geht noch nichts. Ich glaube, da geht noch nichts. Wir sollen ja sowieso erstmal zum Palast, ne? Also gehen wir weiter. La da da. Warte mal, sollen wir nicht zum. Sollen wir nicht zum Palast? Hier geht's dazu, Ariels. Nee, warte mal, das ist doch der Palast, oder nicht? Das muss doch der Palast sein. Ich gehe nochmal ganz kurz rein, nochmal gucken. Oh, was ist denn jetzt los? Unsere Grafik hat sich zersetzt. Nee, die labern hier auf jeden Fall immer dasselbe. Muss das so sein? Oh, jetzt sind wir wieder nochmal. Das ist ein Tempel. Ja, aber der Palast soll ja im Norden sein. Und wir sind ja jetzt quasi ganz weit im Norden. Nordiger geht's hier nicht anscheinend. Hätten wir den schon? Achte drauf, dein Benehmen innerhalb der Stadtmauern. Whisker-Wachen schlafen nie. Ganz auf draußen rein zu gehen, schon mal probiert. Das können wir mal probieren. Das können wir gerne probieren. Moment. Weil, gerade war ja unser Charakter anders, ne? Warte mal, wenn wir nochmal reingehen.
Wie ist es aus? Sie treffen hier endlich die edle Seele. Dieses ganze legendäre Geschäft stinkt mir ein bisschen Himmel. Dana, du würdest doch nicht das Wort der Göttin anzweifeln, stimmt's? Ah, sorry, ich höre auf. Hör auf, mich mit deiner Sonnenblume zu hauen. Hat das irgendwas zu sagen? Hör auf, dich mit meiner Sonnenblume zu jagen. Naja, gut. Okay, wir können auch hier rüber gehen. Weil hier geht's ja zu Ariels Tempel. Oder ist das hier Ariels Tempel? Das ist bestimmt Ariels Tempel gewesen, ne? Und die Tür ist verschlossen. Die Stadt ist auch ein bisschen größer als die Demo-Welt. Einen schönen Whisker-Tag, edle Seele. Der Palast liegt im Norden. Du kannst ihn nicht verfehlen. Der König erwartet dich. Wir Frauen von Whiskerburg tragen die traditionelle Whiskermaske mit Stolz. Ach, deswegen haben die auch hier so ein Seil, das ist eine Maske. Wir zeigen damit unsere Unterstützung für das Reich. Aber aus irgendwelchen Gründen kommt das bei den neuen Generationen nicht so gut an. Ja, beim Gendern ist das nicht so geil, ne? Oh, guck mal, sogar der Brunnen hat einen Schnurrbart. Oh. In Gloriam Mustachius. In Gloriam Mustachius. Aber wir müssen ja verbackte Bäume finden. Oh. Stop! This is not a quest. Für mich ist das eine, Digga. Needless strain on the server. Das ist ein Server, das ist ein Singleplayer-Game, Digga. Wir spielen einfach ein scheiß Singleplayer-Spiel. Und dann sowas. Was ist denn mit ihm hier los? Manchmal nörgelt meine Frau zu viel. Ich spüre ihren Atem sogar jetzt in meinem Nacken. Ich kann sie gar nicht... Mit ihr kann ich gar nicht reden, ne? Oh, die Zeit verfliegt. Ich muss doch mal lesen, Leute. Die Zeit verfliegt. Wenn sie kaputt ist... Eine ganze Siedlung in Whisperburg befindet sich in einem Zustand andauernder Nacht. Ist das denn so? Oh. Ach so, lol. Es hat nie einen besseren Herrscher gegeben als seine Majestät Butchaccio. Der Erste. Also... Buchstäblich, der Entwickler hat nur ihn programmiert. Ja, dann ist ja, dann kann es auch nicht einen besseren gegeben haben. This is true. So, da es ja meine persönliche Mission ist, alle Bäume zu finden. Ah, ich muss den ja auch noch machen. Ich gucke mir den auch noch mal an. Da war noch eine Kuh. Schade. Ist das ein goldenes Huhn? Nee. Oh, eine Kiste. Ohne Loot drinne. Scheißspiel. Was ist mit dir? Alle Wachen haben geschworen, den König bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Wirklich, das steht so in unserer Dateibeschreibung. Also kein eigener Wille, da sieht man es wieder. Da wurde gutes, billiges Personal bestellt, ohne eigenen Wille. Ja, moin. Gut, dann geht's weiter Richtung Norden. Moment mal. Hier geht's nirgendwo mehr weiter Richtung Norden. Oder, warte mal, hier geht's... Nee. Okay, was könnte man hier vorfinden? Wo geht's denn hier hin? Waffenschmiede. Oh, die Waffenschmiede. Ich verstehe leider kein Wort. Bitte auf Deutsch oder Englisch. So. Er macht einfach weiter. Just speak German or English. Da könnte ich ausflippen. Bei was? Whisperburg ist der Name der Stadt des Königreichs und des Kontinents zugleich. Da könnte ich ausflippen. Ach so, dabei könntest du ausflippen. Wild. Gib noch eine letzte Chance, Fami. Ansonsten raus. Ja, das bringt mir nichts, dass es portugiesisch ist.
So. Oh, was haben wir denn hier? Ein Inn, Leute. Ein Inn drin. So. Was haben wir hier? Ansonsten Timeout mal für eine Minute oder sowas. Ich weiß ja nicht, Uff, Bier, 60 Dill. Whisperburger, 120 Dill. Diese Preise hier sind eine absolute Frechheit. Ja, hä, dann machen wir doch was gegen die Preise. Digga, machst du die Preise hier? Sei gegrüßt, Fremder. Fühl dich wie zu Hause. Sei gegrüßt, Fremder. Fühl dich wie zu Hause. Das ist die Lester-Schwester übrigens. Ja, würde ich ja gerne. Ah, hier, doppelter Burger. Nur 1200 Dill. Alter. Einige Whisperburganier träumen von heldenhaften Kämpfen gegen den dunklen Fürsten. Bah, da sage ich ihnen, überlasst das den Spielercharakteren. Es war wahrscheinlich auch besser so, weil die können nämlich laden. Die haben Safe Games. Einfach köstlich. Lester mag ein gewitzter Geschäftsmann sein, aber seine Whiskerburger sind der Hammer. Ja, dann, ganz ehrlich, dann bezahlt auch für die Qualität. Nimm das schreckliche Xonder. Der Xonder, Leute. Xonder l'amour. Okay, wen haben wir hier? Ein weiterer Whisker-Tag endet, ein weiterer Whisker-Gehalt und geht in Richtung Whiskerburger. Das Leben hier in Whiskerburg ist bescheiden, aber schön. Alles da, also pro Tag kriegen die Gehalt und jeden Tag geht das ganze Gehalt für den Burger drauf, alles da. Lester sieht nicht gerade wie ein Abenteurer aus, aber du solltest seine Sammlung magischer Gegenstände sehen. Er hat genug geklaut, um sich eigenes Land zu kaufen. Niemand weiß, wo er die Schätze aufbewahrt. Alles andere hat er im Keller. Ja, wahrscheinlich im Keller. Oh nein, die Klappe ist abgeschlossen. Ich würde da gerne rein, ne? Oh, warte mal. Hier ist noch eine Tür. Ich soll mich ja wie zu Hause fühlen, ne? Also würde ich mal sagen... Sorry, edle Seele, aber die Küche darf neues Personal betreten. Hallo, du hast gesagt, fühl dich wie zu Hause. Das ist ein kleiner Schmixer, ne? Ich probiere es nochmal. Moment. Wir probieren es nochmal. Sorry, edle Seele, aber... Letzter Schwester, lass dich da rein! Scheiße, okay, wir gehen raus. Bringt nichts. Gibt's noch einen Second Way? One Second Way in the Kitchen? No. Boah, mit dem Faustding ist ein bisschen nervig, ne? Diese Tür ist verschlossen. Ich bin ja wieder am Anfang, kann das sein? Oh, guck mal. Lol, hier ist ja auch alles. Ah. Notiz, ich bin im Tempel. Gut zu wissen, können wir klauen, oder? Das perfekte Schmiedewerkzeug. Auch im Tempel. Warum sind da eigentlich Pfeile? So drei Pfeile links, rechts. Achso, das soll anscheinend einfach nur Deko sein, ne? Und was hast du sozusagen? Mein Mann ist versessen darauf, sich um dieses Stück Erde zu kümmern, obwohl er genau weiß, dass dieses Spiel noch kein Farmsystem enthält. Wie? Ich kann ihn nicht anbauen? Was ist das denn? Oder unten? Da waren wir doch noch nicht. Uno momentano. Da unten sind Schnurrbarttüre offen. Alter, ist die Stadt gigantisch. Da sind wir morgen noch hier am Rumlaufen. Scheiße, holy moly. Hallo, Fremder, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist in mein Haus eingedrungen.
Ja, und ich guck, dass ich da jetzt auch noch ein bisschen was klauen kann, du. Sie beobachtet mich. Wir müssen sneaky peeky like that sein, weißt du? Ich schlafe in ihrem Bett. Einfach ein bisschen abgasen. Ich guck mal. So, wir haben erstmal von der netten Dame das Familienerbstück geklaut. Und jetzt, pass mal auf. Riesiges Game und endlose Möglichkeiten auf Bugs, auf jeden Fall. Und jetzt pass auf, das reiben wir jetzt noch unter die Nase hier. Hey, eigentlich, weißt du, diese Brosche ist ein Andenken an meine Urgroßmutter. Hä? Okay, gut. Danke. Die haben wir jetzt. Da ist es doch. Eine Perlenkette, die emotionaler Wert, ihr emotionaler Wert ist sehr hoch. Jill. Ich muss das nochmal machen. Einberufen. Warte mal, Leute. Ändert sich denn irgendwas? Zum Beispiel an unsere Fähigkeiten? Nee, ne? Nee, ändert sich nichts. Man muss ja gucken. Kannst du das Item zerstören oder wegwerfen? Ich kann gar nichts damit machen, leider. Oh. Good. Since you like playing detective so much and you found all glitching trees, I prepared a fitting prize for your quest. Oha, was denn? While I go fix these textures, you can pass the time by rewatching the entire intro of the game. Ja, wir können Bugs finden, Leute. Können wir noch Sounds machen? Ich drücke jetzt mal nicht A, weil das ist ja die normale Schriftrolle. Hier müssen wir ja auch Bugs finden. Ich kann aber gar nichts machen. Ich kann sie mir nur... Hä? Wenn ich jetzt A drücke, überspringen wir das, ne? Oh. Okay, that was a joke. Not even I can be that evil. Aber hä? Ich freue mich da drauf und der will... Wir freuen uns drauf. But consider yourself warned for the future. Nein, ich... Ich will doch... Ich will doch! Können wir da nicht hinspringen, Leute?